Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Ja, wir sind hier in der Höhle der Erdwichtel und das ist ein bisschen schwierig, weil wir kommen immer bloß ein Stückchen weiter, bevor uns die blöden Wichtel wieder rausschmeißen. Irgendwie müssen wir die also ablenken. Und in der letzten Folge haben wir ja gesagt, dass wir versuchen werden, in dem einen Gang, in dem die Fackel ist, an die wir nicht kommen, versuchen wir mal, die auszumachen, indem wir den Wasserschlauch benutzen. Betrachte die Fackel. Jetzt hoffentlich schmeißt er mich nicht gleich wieder raus. Genau. Ich habe keine Ahnung, eine Wasserbombe, ob das was taugt, ob das funktioniert, werden wir gleich sehen. Aber wir müssen an dem da vorbei. Wusa. Ja, okay. So. Gut, dann nehmen wir das Teil. Ich hoffe mal, dass wir jetzt an dem Kleinen vorbeikommen. Diese Fackel ist nicht fest mit der Halterung verbunden, anders als die anderen. Die kann ich mitnehmen. Also gut, dann nimm sie mal mit. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier an dem kleinen Wicht vorbeikommen. Dunkel? Ja, wunderbar. Okay, und da sind schon wieder viele. Jetzt gucken wir mal, da haben wir einen Schutthaufen. Ein Haufen kleiner Steine und Staub. Vielleicht haben die Erdwichtel Gestein nach Edelstein durchsiebt und das ist dabei übrig geblieben. Mhm, gut. Kannst du noch was nehmen? Ein Haufen kleiner Steine und Okay. Sonst noch irgendwas hier? Ja, ich hasse Labyrinthe, aber das wisst ihr ja. Betrachte das Holzstück. Das ist doch kein Holzstück, das ist doch ein Wagen. Okay. Und was haben wir hier noch? Eine Ader im Fels. Also gut. Dann versuchen wir mal, dieses Holzstück zu betrachten, wobei ich ja nun befürchte, haha, dass die uns gleich wieder rausschmeißen. Wusa. Ein glattes Holzstück, etwa einen halben Meter lang. Ich würde sagen, es ist eine Art Stiel. Okay, dann nimm das mal. Können wir damit irgendwas basteln? Oh, was haben wir denn da jetzt? Da haben wir eine erloschene Fackel. Eine primitive Fackel, sie ist erloschen. Na gut, die können wir wahrscheinlich anzünden an dem Feuer, falls wir da jemals rankommen. Holzstiel. Ein glattes Holzstück, etwa einen halben Meter lang. Ich würde sagen, es ist eine Art Stiel. Okay, können wir denn damit eins von diesen Wusa-Teilen schlagen? Nein. Da was machen? Nein, können wir nicht. Was machen wir nun mit dem Holzstiel? Da geht's ja immer noch weiter. Geh mal weiter. Ja, ich hab's befürchtet. Okay. Wusa. Oh, ihr seid lästig. Ihr seid wirklich lästig. Ja, genau. Das hören wir uns jetzt nicht an. Das piepst mir nämlich so sehr im Ohr. Hier draußen war ja nichts, ne? Nee, hier draußen war nichts. Was kann ich denn jetzt? Kann ich denn den Teddy irgendwie? Was mach... Also, Irgendwas mit dem Teddy machen? Nein, kann ich irgendwas damit machen? Mit dem reißfesten Faden? Nein, auch nicht. Mit dem Dynamit kann ich da was machen? Ne, auch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt rein und versuchen mal die Fackel anzuzünden. Wobei ich keine Ahnung habe, was uns das bringen soll. Das, ja, da ist alles weg. Okay. Komm rein. Wir versuchen das einfach. Erloschene Fackel. Jawohl, entzünde die Fackel. Mal schauen, ob wir es schaffen. Und vor allem, was es uns dann bringen soll. Aha. Jetzt haben sie uns also nicht entdeckt. Jetzt haben wir ein Feuer. Können wir denn jetzt mit dem Dynamit was machen? Ah, entzünde das Dynamit. Ich halte das für eine dumme, schmerzhafte und besonders grausame Idee. Ja. Ich weiß auch nicht. Warte mal, an dem kommen wir noch vorbei. Wir können mal versuchen, das hier zu... wo ist mein Dynamit jetzt hier? Ja, genau. Siehste? Und jetzt zünden wir es an. Oder? Entzünde das Dynamit. Schön. Ist das böse? Jetzt werden die alle erschlagen. Ich finde, das ist böse. Yeah. So, und wie ist der Status? Können wir schon gucken gehen? Komm her. Ist ein bisschen... Oh.
Was hat das jetzt gebracht, Schätzchen? Ich habe nicht den Anflug einer Ahnung. Damit können wir auch nicht. Können wir jetzt einfach weiterlaufen? Ach so, wir haben jetzt Rauch, dann sehen die uns nicht. Warte mal, da war doch was. Blöd. Da ist eine Tür. Okay, dann gehen wir mal da rein. Und jetzt? Geh nach unten. Verlasse das Heiligtum. Sind wir jetzt im Heiligtum? Schaue hinab in die Höhle. Aha. Da sind wir bei, beim Helm. Okay. Geh von der Kante weg. Können wir jetzt einfach nach. Geh nach unten. Und dann gehen wir halt mal nach unten. Können wir den jetzt einfach nehmen? Ich habe ja so meine Zweifel. Sind denn die beiden Erdmännchen noch da? Guck mal gleich. Ja, die sind noch da. Du schon wieder. Du bist ja unerwünscht. Ja. Irgendwelche letzten Worte, bevor ich dich rauswerfen lasse? Ja, du musst einfach Ich mitkommen, kann ja genau. verstehen, dass du hier bleiben willst, aber ich brauche dich und die anderen Z-Teile unbedingt. Das Leben eines Freundes könnte davon abhängen. Ölbäder so oft ich will. Ich werde dreimal am Tag poliert und meine treue Gefolgschaft studiert gerade Schneewittchen und die sieben Erdwichtel für mich ein. Ach, wie schön. Das werde ich doch nicht aufgeben. Ich bin das Sprachrohr des Gottes Wusa und ich habe vor, das noch sehr lange zu bleiben. Okay, und was muss ich Kann ich tun? dich denn gar nicht überzeugen, mitzukommen? Keine Chance. Ich habe vor, hier alt und rostig zu werden. Sofern die Erdwichtel dich und dein Gehabe nicht irgendwann satt haben. Genau. Was wollen sie tun? Sich gegen den Willen ihrer Gottheit stellen? Und was die Gottheit will, lege nun einmal ich fest. Da wünscht man fast, der kleine Kerl könnte für sich selbst sprechen. Hehe, darauf würde ich nicht setzen. Okay. Was ist das hier? Haben die Erdwichtel das alles gebaut? Gute Frage. Allerdings, so dumm sie sind, so zahlreich und so fleißig sind sie auch. Die Minenschächte reichen Ach du kilometerweit in die Scheiße. Erde. Die Erdwichtel schürfen nach Edelsteinen. Sie mögen alles, was glänzt. Habe ich was Wie viele Glänzendes? von ihnen gibt es? Tausende. Und einer dümmer und hässlicher als der andere. Mir wird Genau. schon noch was einfallen, wie ich dich hier rausbekomme. Ich wage es zu bezweifeln, aber gehen wir kein Risiko ein. Gut, okay. Wache! Was muss ich tun? Verflixt aber auch. Was muss ich tun? Ihr verdammten Ja, genau. So, jetzt lass uns nur mal gucken, was wir hier haben. Was mache ich nur mit dieser Farbe? Kann ich einen Teddy anmalen? Auch nicht. Den Schlüssel. Lass uns noch mal reingehen, aber ich weiß auch nicht. Ich habe keinen blassen Dunst. Hier haben wir alles. Da haben wir alles. Da ist noch dieser komische Stuhl. Betrachte den Stuhl. Schmeißen Sie mich gleich wieder raus. Ein netter Akzent in der ansonsten recht rustikalen Inneneinrichtung der Höhle. Betrachte den Schacht und hier ist diese Kiste. Wie komme ich denn da ran? Kann ich jetzt den Teddy wieder da hinsetzen? Oh. Was hat das jetzt gebracht? Nix. Ah, doch. Ah, jetzt kriegen die Streit. Böse. Wusa. Ja, schau mal eine an. Und komm ab in den Schacht. Los. Jawohl, Freie genau. Bahn. Ja, sehr schön. Gut, dann lass uns mal da reingehen. Wusa. So, Eine betrachte die Kiste. Holzkiste mit Eisenbeschlägen und einem massiven Schloss. Aber wir haben einen Schlüssel. Geht das? Ja, öffne die Kiste. Jetzt bin ich mal gespannt, was da drin ist. Abgeschlossen. Ja, du hast einen Schlüssel. Er passt. Ja, siehst du? Und jetzt? Was haben wir drin? Darin liegen verschiedene Steine. Ja. Hey, die Steine ziehen sich an. Sie müssen magnetisch sein. Ich nehme einen mit. Was mache ich Mehr jetzt? brauche ich nicht.
Was mache ich jetzt mit einem magnetischen Stein? Magnetischer Stein. Der Stein scheint magnetische Eigenschaften zu haben. Das heißt, er zieht andere Magneten und Metalle an. Der Stein scheint magnetische Eigenschaften. Kann ich damit diesen... Ja, das ist noch eine Frage. Kann ich damit... Ja, das ist eine gute Frage. Kann ich denn damit jetzt den... Oh, warte mal. Betrachte den Schacht. Den Helm anziehen? Ich kletter da bestimmt nicht runter. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhelfen wird. Kann ich da irgendwas mitmachen? Was mache ich denn mit diesem Holzstiel? Das mit dem Pilz habe ich jetzt echt immer noch nicht begriffen. Den habe ich jetzt von Anfang an, habe ich diesen Pilz im... Und die Farben auch. Das da ist, genau, das kann man nicht mehr anklicken. Was ist mit dem Feuer? Wahrscheinlich auch nicht mehr, oder? Ja, das habe ich mir gedacht. Schmeißen sie mich gleich wieder raus? Nein. Okay. Dann hier lang. Da hat man alles. Na genau, an denen sollte ich jetzt vorbeikommen. Na, geh doch laufen. Geh laufen, Nate. Habe ich da noch was übersehen? Ja, da ist diese Dings. Die Holzstiel? Nein. Magnetischer Stein? Auch nicht. Also wir versuchen jetzt einfach mal... Mal was mit der Feder machen? Auch nicht. Was mache ich nur hier mit dem... Betrachte die Ader im Fels. Schmeißen sie mich gleich wieder raus. Ein kleines Kupfervorkommen. Wenn ich eine Spitzhacke hätte, könnte ich es abbauen. Aber ich habe keine Spitzhacke. Ich habe bloß einen Stiel. Einen Holzstiel. Mit dem kann ich nichts machen. Spitzhacke. Es gibt keine Spitzhacke. Dann lass uns noch mal da rein. Hier ist nirgends eine Spitzhacke. Okay. Da oben haben wir noch nicht richtig geguckt. Hier, warte mal. Ja, geh nach unten. Schaue hinab in die Höhle. Ah, mal gucken, ob wir das schaffen. Spitzhacke ist magnetisch. Bei den Wichteln hier lag ja irgendwas zu deren Füßen, das ich immer noch nicht angucken konnte. Du schon wieder. Ja. Du bist ja unerwünscht. Irgendwelche letzten Worte, bevor ich dich rauswerfen lasse? Gut, da habe ich irgendwie keine Chance, es anzuklicken. Also mir muss ich erst... Was einfallen, wie ich dich hier rausbekomme. Oh Mann. Ich wage es zu bezweifeln. Aber gehen wir kein Risiko ein. Wache! Okay. Also ich glaube ja, dass man diesen magnetischen... Nicht schimpfen, ja. Dass man mit diesem magnetischen Stein... Glaube ich zumindest, dass wir da wahrscheinlich... Hier draußen ist ja immer noch nichts, Jolina. Dass wir mit diesem Stein vermutlich... Die Kupferader? Nein, Kupfer ist nicht magnetisch. Aber wahrscheinlich diesen Helm anziehen kann. Male die Pilze orange an. Ach, sind das sogar Pilze? Warum sollte ich Pilze anmalen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass warum du sie anmalen ich Pilze musst. Pilze anmalen? Und ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass wir das tun müssen. Warum sollte ich Pilze anmalen? Damit sie aussehen wie Edelsteine? Weil die Edelsteine sammeln? Oder um die besoffen zu machen? Ey, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass wir mal ins Tipi gehen. Vielleicht kann uns der gute Taurus helfen. Haben wir denn hier irgendetwas, was neu ist? Nein, definitiv nicht. Dann haben wir ja noch dieses Grab, genau. Wir gehen jetzt mit dem Herrn hier sprechen. So, komm mal her. Kannst du mir was über die Erdwichte sagen? Ich höre dich. Ah ja. Der Trank des Schlafwandelns hat hervorragend genau. funktioniert. Hat er sich entschuldigt? Yep. Das ist gut. Zumindest ein Problem ist also genau, gelöst. Jetzt haben wir noch mehrere. Ja, aber bis ich Wilbur befreit habe, ist es noch ein langer Weg, schätze ich.
Ich spreche nicht von dir oder deinem Freund. Ich spreche von wichtigen Problemen. Ach du Scheiße. Beunruhigenden Problemen. Und zwar? Meine Pilze sind alle. Ah! Pilze? Die Geisterpilze. Wenn ich sie rauche, kann ich mit meinen Vorfahren in Kontakt treten. Wirklich kein Schamane? Das möchte ich wetten. Kannst du nicht welche besorgen? Und was brauchst du da? Was bekomme ich dafür? Was bekomme ich dafür? Das ist eigentlich fies, hat uns ja auch geholfen. Ich habe dir mit dem Trank des Schlafwandelns geholfen. Und das war sehr nett von dir. Mhm. Besorge mir die Pilze oder ich werde dir nicht mehr helfen. Vielleicht brauche ich deine Hilfe ja gar nicht mehr. Oh, Nate. Vielleicht. Aber schon. Ja, mit Sicherheit. Ich komme an diesen Erdmann-Männchen-Wichteln nicht vorbei. So, kann ich sie jetzt anmalen? Warum sollte ich Pilze anmalen? Blöd, dann sprechen wir nochmal. Wo finde ich Pilze? Ich höre dich. Genau, was sind das für Pilze? Und was sind das genau für Pilze, die du haben willst? Man nennt sie Geisterpilze. Sie sind sehr selten. Mhm. Sie wachsen nur dort, wo der Tod nahe ist. In Gräbern, Totensümpfen und solchen Orten. Meine habe ich mir immer in der Gruft dort draußen gesucht. Ah, okay. Und wie sehen diese Geisterpilze aus? Es sind kleine, lilafarbene Pilze mit grünen Sprenkeln. Sie leben dort, wo es feucht und modrig ist. Deswegen riechen sie auch sehr alt, verfault und tot. Je verwester ihr Geruch, desto besser ist ihre Wirkung. Okay. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein. Jetzt ist die Frage, können wir die anmalen oder gehen wir mal in die Gruft? Wir gucken mal, ob wir sagen, lila mit grünen Sprenkeln. Warum sollte ich Pilze anmalen? Grüne Sprenkel? Warum sollte ich Pilze anmalen? Er will er einfach nicht. Er will keine Pilze anmalen. Dann gehen wir jetzt mal gucken. Vielleicht finden wir ja hier in diesem Grab jetzt was. Betracht das Grab. Sind da bitte Pilze drin? Von außen ist nichts Interessantes zu sehen. Und ich werde hier nicht auf Verdacht irgendwelche Gräber öffnen. Aber wir haben doch schon einen Verdacht. Ein Grab? Davon gibt es hier eine ganze Menge. Ich wüsste nicht, was an diesem besonders sein sollte. Von außen ist nichts Interessantes zu sehen. Und ich werde hier nicht auf Verdacht irgendwelche Gräber öffnen. Also gut. Warte mal, Magnet? Nein. Holzstiel? Gut, dann sprechen wir noch mal jetzt mit dem Chef. Ah, Chefe? Der Lebende. Ja. Genau, ich suche seit. Ah, wie geht's dir ohne Balken? Was ist das für ein Gefühl, so ganz balkenlos? Es ist ungewohnt, aber auch toll. Endlich bin ich kein Freak mehr, sondern wieder ein ganz normaler Zombie-Geist. Schatz, du bist durchbohrt. Das freut mich. Irgendwie, ja, genau. Naja, egal. Ein Schimmer, wo ich Geisterpilze finden kann? Da drin, ich bin sicher. Da wirst du hier kein Glück haben, tut mir leid. Warum nicht? Aber der Taurenschamane meinte, er hätte seine Pilze aus der Gruft hier. Mhm. Das stimmt auch. Aber er ist zu gierig geworden. Früher hat er sich einen Pilz in der Woche geholt. Zuletzt waren es 5 am Tag. Die Pilze sind abgeerntet. Es wird noch 1-2 Monate dauern, bis neue gewachsen sind. Das heißt, hier in der gesamten Gruft ist kein einziger Geisterpilz mehr zu finden? Tut mir leid. Ja, scheiße. Dann habe ich ein Problem. Aber dann malen wir sie jetzt endlich an, oder? Also gut, ich muss weiter. Wiedersehen. Können wir Mach's denn gut. Jetzt da reingucken? Und denke daran. Wir und... Genau, wir wissen das. Ein Grab. Davon. Okay. Was ist denn mit euch? Hey, Gulliver. Gulliver, ich finde kein Herz. Der Lebende. Mhm. Ja? Hey, Gulliver. Der Lebende. Okay. Kennst du dich mit Geisterpilzen aus? Weißt du etwas über Geisterpilze? Ja, das sind so kleine lila Pilze mit grünen Tupfen. Genau. Dieser Taure kauft dem Chef regelmäßig welche ab. Und weißt du, wo man sie finden kann? Da musst du schon den Chef fragen. Ah, Chefe, okay. Du scheinst Esther gern zu haben, hm? Und du und Esther? Wir lieben uns. Ja. Toll. Ja. Wir wollen eine Familie gründen. Ah ja. Das ist großartig. Unser erstes Kind soll Nate heißen. Oh. Juhu. Könnt ihr den Kinder kriegen?
Ja, komm, ich kann einfach kein Herz auftreiben. Also wir haben ja noch nicht alle Gebiete durch, aber In egal. dieser Einöde gibt es einfach nichts, was als Herz funktionieren könnte. Genau. Dann musst du weitersuchen. Mein Körper braucht unbedingt ein Herz. Was jetzt? Esther, nein! Oh, Liebste. Hallo. Mal wieder zurück auf den Boden der wissenschaftlichen Tatsachen. Das winzige Ding da ist tot. Sprich nicht so über das Herz meiner Liebsten. Es wird schon wieder schlagen, wenn wir meinen Körper unter Strom setzen. Ja, das müssen wir ja auch noch machen. Gut gemacht. Richtig? Komm, lass uns die Antenne aufbauen. Antenne? Bauen die jetzt eine Antenne auf? Bizarr. Fürwahr bizarr. Verlassen die Gruft. Gut, jetzt probieren wir mal, diese Pilze anzumalen. Lila, mal sie endlich an. Ich habe die Pilze komplett lila ja, angemalt. Na also. Als Geisterpilze gehen sie aber noch nicht durch. Es fehlen die grünen Flecken und der modrige Geruch. Gut, der modrige Geruch ist eine andere Frage. Die grünen Flecken sind eigentlich ziemlich In klar. Ordnung, damit habe ich wunderschöne lila Pilze mit grünen Punkten. Die Pilze sehen schon mal aus wie Geisterpilze, aber sie riechen noch wie ganz gewöhnliche Pilze. Wo krieg ich um als Geisterpilze durchzugehen, müssen sie verfault und modrig riechen. Tja, wie hey, kriege ich die jetzt verfault und modrig? Flary. Ah, der Lebende. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende, tote Freunde. Ja, genau. Kannst du mir nicht diesen Pilz hier stinkend machen? Nee, kannst du nicht. Wie kriege ich denn jetzt diesen Pilz stinkend? Oh Mann. Ich habe nicht den Anflug einer Ahnung. Ah, ihr vielleicht, rede mit Gulliver. Kannst du mir das bitte stinkend machen? Antenne. Ich brauche da ein bisschen Gestank. Hey, Gulliver. Gulliver, ah, der Lebende. Ich brauche Gestank. Genau. Hört mal, ihr kennt euch doch mit unangenehmen Gerüchen aus. Na klar. Ja. Habt ihr eine Idee, wie ich diese Pilze modrig und faul stinken lassen kann? Na, wunderbar. Riech jetzt mal. Das wird reichen, danke. Gern geschehen. Ach, Esther, du bist ein Schätzchen. Okay, und wie geht's nun Was weiter? Genau Gute soll Frage. Hier jetzt eurer Meinung nach geschehen? In die Antenne wird ein Blitz einschlagen und der Stromschlag sorgt dafür, dass mein Körper lebendig wird. Mein Schnucki ist ein Genie. Ja, wie absolut. Wie könnte man das anzweifeln? Sieht nur nicht nach einem Gewitter aus. Oh weh, wir müssen noch Wetter machen. Wir können warten. Aber Wilbur nicht. Kannst du mir nicht einfach sagen, wo das Schwert versteckt ist? Bitte. Tut mir leid. Der Blitzschlag war eindeutig Teil unserer Abmachung. Lass es blitzen, dann helfe ich dir weiter. Ja klar, nichts leichter als das. Okay, also es wird nichts ich muss Neues weiter an der Blitz... atmen, meinen Herzschlag spüren. Ach komm, jetzt fragen wir doch Sachen. Noch. Jetzt Lass mich nicht noch. Aufhalten. Vielleicht gibt er uns einen Hinweis. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Ja, genau. Was gibt's Neues Und? An der Blitzfront? Was machen die Blitze? Leider gar nichts. Es sieht nicht nach einem Gewitter aus. Ah ja, für wahr. Dann werde ich wohl irgendwie nachhelfen müssen. Ja, die Frage ist nur, wie. Ich muss weiter. Aber atmen, nicht, dass wir zu den Ogern müssen, spüren, Leute. Solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Weil ich glaube ja kaum, dass diese Oger uns helfen werden, nachdem wir den einen blind gemacht haben und den... Okay, wir gehen jetzt zu dem Tauren und geben ihm seinen Pilz und dann gucken wir, was passiert und dann machen wir auch Schluss für heute. So, guck mal. Guck mal, mein Süßer, wir haben einen Pilz für dich. Ob das mit dem Schau Pilz mal, auch geht? Geisterpilze. Ja. Ah, hervorragend. Und was für ein kräftiges Aroma sie haben. Danke, Esther. Und jetzt? Kannst du mir jetzt irgendwie weiterhelfen, bitte? Ich höre dich. Du bist doch Regenmacher. Ein Blitz muss in die Antenne bei genau. der Gruft einschlagen. Könntest du als Regenmacher nicht für das entsprechende Wetter sorgen? Das wäre doch eine Variante. Ich kann für Regen sorgen, natürlich. Aber Blitze... Das ist eine andere Sache. Und was brauchst du? Wieso? Es ist ein anderer Tanz. Sehr schwierig, sehr anstrengend. Dafür bin ich zu alt. Kannst du mir den Tanz beibringen? Ach du Schande. Du hast mir die Pilze besorgt. Also werde ich dir helfen.
Hier stehen die Tanzschritte drauf. Du kannst gern dein Glück versuchen. Und wenn ich diesen Tanz richtig tanze, sind die Götter wohlwollend und sorgen fürs richtige Wetter? Nein. Der Tanz ist eine Beleidigung für die Götter. Die werden versuchen, dich aufzuhalten und Blitze nach dir schleudern. Ach, schön. Toll. Ja. Das ist doch genau das, was du wolltest. Naja, nicht wirklich. Blitze und ja, aber nicht so. Entschuldige mich bitte. Ich will die neuen Pilze versuchen. Ich hoffe mal, dass die taugen. Okay. Bis dann. Denn will möge ich... der Wind dir gewogen sein. Okay. So, ihr Lieben, für heute soll es genug sein. Wir werden in der nächsten Folge diesen Tanz versuchen und uns überlegen, wie wir mit diesem blöden Erdenmännchen weiterkommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao.